Ein Tennismatch der besonderen Art ist gestern in Salzburg über die Bühne gegangen. Mann gegen Frau, ehemalige Nummer 1 der Welt gegen Österreichs derzeitige Nummer 1 oder einfach Thomas Muster gegen Sibylle Bammer. Dieser mit Spannung erwartete Kampf der Geschlechter war der werbewirksame Auftakt des neuen Challenger-Turniers in Salzburg und hat schon im Vorfeld für viel Unterhaltung und Gesprächsstoff gesorgt. Österreichs Nummer 1 im Damentennis geht mit viel Freude in das Duell gegen Thomas Muster, denn der alte Tennisheld ist ja Bammers Jugendidol. Doch Thomas Muster hat im Vorfeld schon kräftig ausgeteilt und sich damit wieder ins Scheinwerferlicht gerückt. Das Duell ist auf jeden Fall Gesprächsthema, auch in der Stadt Salzburg. Und es stellt sich die Frage, was können Frauen besser als Männer? Aus meiner Erfahrung können Frauen viele Sachen gleichzeitig machen, Männer machen immer nur eins. Noch was. Was kannst du? Sie können besser Cheerleadern. Cheerleadern? Ich habe noch nie einen Mann gesehen, der es gemacht hat. Ja, Mann ist mehr spontan. Frau ist mehr Denkmaschine. Also ich glaube, dass Frauen besser streiten können als Männer. Die Frauen können alles besser als Männer, ja. Wirklich alles? Aber Tennis spielen, glaube ich, das ist nicht dasselbe, ne? Ich glaube, der muss der Beste sein. Ne? Wieso das? Ja, Mann ist immer stärker, das ist keine Frage. Soweit einmal die Meinung auf der Straße. Die Antwort gibt's wie immer auf dem Platz. Wir steigen ein im ersten Satz. Muster führt mit 3:1, hat jetzt allerdings bei seinem Aufschlag Probleme. Thomas Muster erhöht immer dann, wenn es knapp wird, den Druck auf Sibylle Bammer, verkürzt auf 30:40. Noch ein Breakball für Sibylle Bammer. Sie ist ja momentan die aktuelle Nummer 55 in der Weltrangliste. 3:1, erster Satz. Breakball Bammer. Und Sibylle Bammer schafft das Rebreak im ersten Satz. Es steht 2:3 aus der Sicht der Oberösterreicherin, die immer wieder versucht, den Ball lang im Spiel zu halten und Thomas Muster viel laufen zu lassen. Aber der Steirer spielt weiter druckvoll und macht wenig Fehler, profitiert von seinem eigenen Aufschlag und erhöht im ersten Satz dann auf 5:2. Da steigen wir wieder ein mit Aufschlag Sibylle Bammer. Eine ganz lange Rallye und Sibylle Bammer vergibt hier die Chance auf das 30:15. Thomas Muster wehrt grandios ab und nachdem sich so die anfängliche Anspannung gelegt hat und die Rangordnung im ersten Satz hergestellt ist, da werden die beiden locker und zeigen wirklich unterhaltsames und gutes Tennis. Thomas Muster führt jetzt mit 5:3 und hat die Chance mit eigenem Aufschlag den ersten Satz für sich zu entscheiden. Ja, und das bedeutet, nach etwas mehr als 40 Minuten Satzball für Thomas Muster, erster Satzball, 5:3 im ersten Satz für den Steirer. Ja, mit einem Winner beendet er den ersten Satz. Viel Applaus für die beiden Spieler, viel Applaus für die Veranstalter auch, die mit diesem Duell rund 3000 Zuschauer in die Salzburg Arena gelockt haben. Das erste Mal ist immer ein Meilenstein. Mit Thomas Muster gegen Sibylle Bammer haben wir hier sozusagen einen Eyecatcher geboten für die Fans. Und das Turnier muss sich jetzt in den nächsten Wochen sehr gut entwickeln. Vor allem die Österreicher müssen gut spielen. Die Leute wollen tolle Matches sehen. Und dann muss man eine Basis legen für die Zukunft. Das Turnier in Kitzbühel gibt es nicht mehr. Was heißt das jetzt auch für Salzburg? Was heißt das für das Tennisland Österreich? Gibt es für solche Turniere wie hier in Salzburg deshalb mehr Chancen, eine bessere Chance? Also man muss natürlich sagen, dass es schade ist, dass das Turnier von Kitzbühel nach Nizza abgewandert ist.
Somit gibt es Nummer ein Turnier in Österreich, Wien. Und wir wollen gerne hier in Salzburg eine ATP-Lizenz bekommen und langfristig hier sozusagen im Westen von Österreich wiederum Tennis auf Weltklasse-Niveau den Fans bieten. Weiter geht's auf dem Platz im zweiten Satz. Sibylle Bammer hat Aufschlag, es steht 1-1. Und das ist vielleicht die beste Phase von Sibylle Bammer in diesem Kampf der Geschlechter. 15-0, erster Satz. Die Österreicherin hat mit dem eigenen Aufschlag jetzt erstmals in diesem Match die Chance, auch in Führung zu gehen. Steht Einstand. Ja, das hat sich ausgezahlt. Sibylle Bammer spielt immer auf die Rückhand, immer wieder auf die Rückhand von Thomas Muster. Und dann der Fehler noch einmal in der Wiederholung zu sehen. Und aus dem Publikum kommen die ersten Tipps für Thomas Muster. Vorteil Sibylle Bammer bei eigenem Aufschlag. 1-1, zweiter Satz. Nein, da ist der Fehler von Thomas Muster. Sibylle Bammer geht in Führung. 2-1 im zweiten Satz. Thomas Muster wird schon langsam ein bisschen müde. Fast eine Stunde ist gespielt und der Steirer nützt dann jede Gelegenheit, die sich bietet. Kann sich auch schon das eine oder andere Scherzchen erlauben mit dem Publikum. Und die jungen Zuschauer geben ihm immer wieder die Gelegenheit dazu. Ausgerastet übernimmt dann der 42-Jährige, die ehemalige Nummer 1 der Tenniswelt, das Kommando in diesem Spiel und auch die Kontrolle über Sibylle Bammer und zieht so auch ein bisschen das Glück auf seine Seite. Und nach nicht einmal 1,5 Stunden gibt es dann die ersten Matchbälle für Thomas Muster. Wir sind beim dritten Matchball. Erster Aufschlag out. Rückhandfehler von Sibylle Bammer und Thomas Muster gewinnt den Kampf der Geschlechter. Das Duell gegen Österreichs Nummer 1 im Damentennis gegen Sibylle Bammer. Mit 6-3 und 6-2. Und Thomas Gonas hat mit den beiden nach dem Spiel gesprochen. Der Kampf der Geschlechter ist entschieden. Thomas Muster hat sich mit 6-3 und 6-2 durchgesetzt, hat keine Gnade gezeigt mit Sibylle Bammer. Thomas, Erleichterung groß, dass das geklappt hat heute mit dem Sieg gegen die Sibylle, gegen Österreichs beste Tennisspielerin? Na, Erleichterung kann man nicht sagen, sondern man weiß halt einfach nicht, wie das vorher wird. Ich meine, natürlich gewusst, dass ich jetzt Vorteile habe, aber ob man die dann auch tatsächlich ausspielen kann, weiß man nicht. Und wenn man halt vorher so auch lustig auf Ö3 und so weiter, werden da Sprüche geklopft, das ist ja auch recht lustig, ein bisschen zynisch zu sein und das ein bisschen aufzustacheln, aber wenn dann die Schläger sprechen sollen, ist es halt schon eine andere Situation und da baut sich auch ein bisschen Druck auf. Also es ist nicht so, dass jetzt ist mir ein Stein vom Herzen gefallen, aber ja, man muss jedes Match als Gewinner. Hätten Sie gedacht, dass es so deutlich wird dann im Endeffekt? Es war gar nicht so deutlich. Also das Ergebnis ist vielleicht deutlicher, als das Spiel war. Sibylle hat gut gespielt, hat wenig Fehler gemacht. Also ich musste sowohl die Punkte wie auch die Fehler machen. Und zwischendurch, ja, Gott sei Dank gut aufgeschlagen. Und das war schon ein Bonus für mich, was ja eigentlich ein sehr gravierender Unterschied auch vom Herren- und Damen-Tennis ist. Aber sie hat gut mitgespielt und tolles Tennis gezeigt. Ja, ganz klar. Der Thomas war die ehemalige Nummer 1 der Welt bei den Herren und ja, ich glaube, da gewinnt nicht so schnell eine Frau gegen ihn. Wann überhaupt? Sie haben ihn phasenweise auch laufen lassen, dann auch den einen oder anderen Punkt gemacht. Wenn Sie ihn in Bewegung gehalten haben, ist das zu selten gelungen?
Das Spiel von einem Mann ist für eine Frau sehr, sehr schwierig. Eben die Bälle springen viel höher ab wie bei den Frauen und da haben die Frauen eben große Probleme, ein Spiel zu spielen. Trotzdem, Sibylle Bammer hat sich gut gehalten. Noch größer ist allerdings die Freude naturgemäß bei Thomas Muster, denn der nimmt $100.000 an Siegesprämie mit nach Hause. Kann er gut brauchen, der Häuselbauer aus der Steiermark. Das Duell war aber auch für den Veranstalter ein voller Erfolg. Ein richtiger Startschuss für das neue Challenger-Turnier in der Salzburg Arena. Ab Montag geht's hier los mit Stefan Kubek, mit Daniel Köllerer. Sicherlich ein spannendes Turnier mit dem Finale dann nächstes Wochenende.